Krankenschwester Gladys heißt sie, Patientenname Frambo, Patientverhaltensbeschreibung. Die Patientin schlief fast die ganze Zeit. Sie wacht nun auf, um etwas zu trinken? Trinken. Aber ich glaube nicht, dass sie sich dran erinnert. Nachdem sie etwas getrunken hat, schläft sie wieder ein. Sie hatte seit 3 Tagen keinerlei Kontakt mit irgendjemandem. Einige Kinder kamen vorbei und fragten, wann sie zum Spielen rauskäme. Duotin 8H. 8H, sollte ich mir das merken? Achso, sagt sie noch was? Die Handschrift der Schwester ist schrecklich. Ja, Fran, da hast du vollkommen recht. Ich kann nur 3 Worte lesen. Fran schläft und Duotin. Die Handschrift der Schwester ist schrecklich. Fran schläft und Duotin. Okay. Oh mein Gott, das ist schrecklich. Das war jetzt genau meine Aussage. Eine Waffe hat die da in der Psychiatrie? Bei ganz vielen irren Leuten hat die eine Waffe im Schubfach? Warum hat die Krankenschwester das? Sie will uns alle töten. Ich lasse das lieber so. Ich muss wirklich hier rauskommen. Ich glaube, hier ist die Medizin. Aber es ist abgeschlossen. Ich habe da gerade was gesehen. Warte mal, wir hatten das hier. H ist die 8. Also Height stand da, glaube ich. Also 8, 9, 4, 5. 8, 9, 4, 5. 8, 9, 4, 5. 8, 9, 4, 5. 8, 9. 8, 9, 4. Yay! Yeah! Die Medizin. Mein Kätzchen sagte mir, sie würde mir helfen. Ja, um sie zu sehen, ne? Haben wir noch was? Ne, hier ist nichts mehr. Okay. Das war... Ne, das war ein Pflaster. Okay. Oh Gott. Pass auf, was du tust. Raus, gruselige Kreatur. Du hast etwas Blut am Mund. Geht es dir gut? Meine Mami hatte auch Blut im Mund. Sie sah traurig aus. Hallo, Frau Krankenschwester. Geht es Ihnen gut? Hallo? Okay. Kann ich jetzt hier rausgucken? Ne? Okay, nee. Hier können wir... Hier fehlt ein Fenster jetzt, oder? Hier war doch dahinter auch noch eins. Hier können wir auch nichts machen. Entschuldigen Sie, Schwester, das könnte sehr nützlich sein. Okay. Hatten wir schon, hier hatten wir. Ich gehe mal weiter. Oh, schläfst du, süßes Häschen? Was ist das denn? Oh, was? Oh, ist das mein Kopf? Gebt mir bitte meinen Kopf wieder. Geht einfach weg, ihr unheimlichen Kreaturen. Nein, 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 ich will nicht zurück ins Menü. Sorry, Escape gedrückt ist irgendwie so drin momentan. Wo ist der Clown hin? Ich hoffe, er ist nicht hier irgendwo. Sieht so aus, als wäre er dem Gemälde entkommen. Schublade ist leer. Wer hat es getan? Ich wünschte, ich wüsste die Antwort. Ich werde sie herausfinden. Okay. Ich war es nicht. Wir gehen gleich hier runter. Ich will nochmal durchgucken. Blut. Finde ihn. Ich will jetzt noch nicht runtergehen. Ich will hier erstmal gucken. Oh Gott, das Kind. Warum guckst du mich so an? Du machst mir Angst. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was ist das schwarze Ding, das neben dir sitzt? Er sagt dir Dinge. Kannst du sie hören? Phil spielt mit seinem Onkel und sein Onkel ist verrückt. Verrückt!
Phil weint. Oh, armer Phil, siehst du, du hast den Vogel getötet. Deine Mami ist nicht fröhlich. Onkel wird sterben. Was? Das Vieh erzählt ihm, dass der Onkel stirbt. Zum Glück. Du kannst sehen. Oh Gott. Hallo? Oh nein, dein Kopf. Ich versuche mal, deinen Kopf wieder aufzusetzen. Oh, tut mir leid, ich kann dir nicht helfen, Herr Hirsch. Okay. Okay. Ich will aber erstmal hier runter gucken. Nein, auf keinen Fall, das können sie ihr nicht sagen. Aber sie muss es wissen, sie können mich nicht von ihr fernhalten. Der Grund ist mehr als klar, Grace. Nein, ist er nicht. Ich will sie nach Hause bringen, jetzt. Das können sie nicht. Franz' mentaler Zustand ist noch nicht stabil genug. Der Arzt will uns nicht rauslassen. Ich hab's geahnt. Irgendwas ist mit... Was? Irgendwas ist mit dem nicht in Ordnung. War das echt, oh liebe Tante Grace? Ich frage mich, was sie mir zu erzählen hat. Der Doktor hat keine Seele. Ich gehe heute Nacht nach Hause. Jetzt haben wir hier wieder... Oh nein, Fuchsi Fuchs, nicht weinen. Nimm meine Hand als Taschentuch. Soll ich dich umarmen? Füchschen, warum bist du so traurig? Ich gehe nochmal schnell hier rüber gucken, ob hier sich noch was verändert hat. Nee, okay. Dann versuchen wir mal, durch die Tür zu gehen. Abgeschlossen. Okay, aber wir haben ja diese Nadel. Nee, warte mal, damit macht man es eigentlich, oder? Benutze Haarklammer mit Tür. Es passt, aber da sind zwei Löcher. Ich brauche etwas anderes. Okay. Das kombinieren mit dem vielleicht? Ja! Benutzen. Tür. Oh, sie ist offen. Ja, auf zum Glück. Oh Gott. Papa war nicht da, Mama war es egal. Was war das? Alter, diese Vision, ey. Und da sollen ja die Pillen helfen? Ich habe ein bisschen Fröschlein im Hals, es tut mir leid. Hier ist auch wieder zugeredet. Das Labyrinth, das dürfen wir nie spielen. Wow, der Nebel ist echt dicht heute Nacht. Ich wünschte, ich könnte mich darin verlaufen. Das Labyrinth, ja, Labyrinth habe ich schon gesehen. Oh! Du bist mein geliebter Freund. Bieb, bieb, brumm. Achso, das sagt er. Wenn du mich umarmen willst, versuch mich zu fangen. Kannst du mich nicht fangen? Dann, weil du mich nicht gefunden hast. Was? Das war vorher noch nicht da. Der König mag Zeichnungen. Mir gefällt das nicht. Hier hat jemand etwas hingeschrieben. Interessant. Haben wir noch irgendwas einstecken für irgendwas? Nee. Nee, nee, nee. Oh, diese Katze macht einen irre. Ist der, wen die mich erinnert? An der Katze aus Simpsons. Hier aus dem Trickfilm. Itchy und Scratchy? Hießen die so? Ich glaube, ich gucke Simpsons nicht ganz so oft. Okay. Ich will das nicht anfassen. Das ist der Clown von dem Bild. Oh mein Gott. Alter, was geht hier los? Vielleicht erschreckt er mich, wenn ich ihn anfasse. Hm, okay, nichts passiert. Muss wohl tot sein. Warum siehst du aus wie eine Stoffpuppe? Was haben sie dir angetan? Bitte, so sagt doch jemand etwas. Du sollst dir nicht die Schuld geben. Sei still. Er nimmt dir das unschuldige Kind in dir und verzerrt es. Niemand glaubt dir, obwohl die Wunden bluten. Klitzekleine Hände überall, die deine Seelen essen. Wo ist der Clown hin? Ich hoffe, er ist nicht hier irgendwo. Sieht so aus, als wäre er aus dem Gemälde entkommen. Sogar die reinsten Dinge sterben an diesem Ort. Ja.
Du kannst sehen, was Adelaida Fudgens, die Patientin, war ein Opfer eines sexuellen Übergriffs einer unbekannten Person, bei der sie daran starb. Dieses Erlebnis verursachte auditive Halluzinationen und eine Denkstörung. Behandlung: Dr. Dern könnte sich der Patientin mittels Kunsttherapie nähern. Sie macht Fortschritte. Okay. Okay, wir gehen mal wieder raus hier. Wir können hier nicht rechts und links gehen. Ah, jetzt sind wir wieder hier. Okay, wir müssen hier also noch irgendwas machen. Habe ich noch was? Der Haken? Der Haken kann nicht gut Schlösser öffnen. Warum hat sie denn nicht von hier das Dings mitgenommen? Die Haarklammer. Zeichnung. Was meinen die denn mit König? Ich kann ja auch nichts weiter machen. Ein Haken. Können wir hier noch irgendwas mit dem Haken machen? Das Foto wird nicht viel bringen. Warte mal, was ist denn mit dem Haken? Negativ, okay. Wieso bewegt sich der Stuhl auf einmal? Vielleicht was mit dem Haken machen? Das klappt nicht. Das kann ich nicht tun. Ich muss jetzt mal ein bisschen rumprobieren. Ich habe gerade keinen blassen Schimmer, was ich hier machen könnte. Ich gehe jetzt nochmal raus und nochmal zu den Jungen. Was ist denn, wenn ich die Katze mit dem Haken... Das klappt nicht. Rein. Einen Haken haben wir noch. Können wir den Kopf vielleicht mit dem Haken wieder dran machen? Haken. Was ist denn, wenn wir... Können wir diesen Zustand denn irgendwie unterbrechen? Was ist denn, wenn wir jetzt einfach hier rausgehen? Dahin und dann machen es normal. Ja. Okay, okay, okay. WC. Jetzt ist die Tür nämlich off. Der Thron ist leer. Der Thron ist leer. Man konnte mich beim großen Geschäft sehen? Eklig. Ich kann und ich werde einhalten. Stimmt. Da war ein Fenster. Da stand der WC drüber. Okay, ich gehe jetzt nochmal hier hin. Oh, schauen wir mal. Eine rote Puppe und eine Schlange. Ein Teddy und viele andere Sachen. Kuschel, kuschel, alte Dame auf deinem Stuhl. Und dein Popo wird so flach wie dein Gesicht sein. Hallo. Du siehst sie, oder etwa nicht? Was sehe ich? Die Geschöpfe, die jedem folgen. Meinst du die Schatten? Ich kann sie nicht sehen, aber ich weiß, sie sind da. Weißt du, was sie sind? Ja, ich glaube schon. Sag es mir. Erzähl es mir bitte. Malst du gerne? Ich liebe es zu malen. Ja, ich liebe es auch, aber erzähl mir mehr über die Schatten. Stift, ein Stift. Ich will einen Stift finden.
Ich male die ganze Zeit. Ich will meine Katze finden. Mal eine Katze, wenn du keine hast. Ich könnte eine Katze malen, aber ich will meine wiederfinden. Deine Katze ist in Gefahr, die Schatten nahmen ihn. Ich weiß es. Wer hat dir das gesagt? Der, der mir folgt. Tschüss. Stift, ich male, mit einem Stift. Okay. Das sind meine Stifte. Ich mag diesen grünen Stift einfach so sehr. Kann ich ihn haben? Nein, dann kann ich nichts mehr grün malen. Das ist lächerlich. Oh, das stimmt, aber du hast so viele andere Farben. Ja, viele Farben, aber du weißt, sie mögen es nicht, wenn ich male. Wer? Die Schwestern, sie fesseln mich und wenn ich malen will, kann ich es nicht. Ja, mich fesseln sie auch manchmal. Das tut weh. Wenn ich nicht malen kann, verletze ich mich. Dann fließt die rote Milch. Schau! Oh, das arme Ding. Bitte heile mich, ja? Und stoppe die rote Milch. Mal sehen, was ich tun kann. Ich weiß, was wir tun können. Wir haben nämlich Pflaster einstecken. Oh, danke. Du kannst den Stift haben. Jetzt geh, ich muss malen. Cool, wir haben einen grünen Stift bekommen. So, was haben wir hier noch? Dieses Bett ist sehr pink. Oh, es ist einer dieser stummen Clowns. Ich habe so viele gesehen und sie sehen alle traurig aus. Aber der lacht doch. Dieser hier ist aber fröhlich. Gut für ihn. Oh, echte Blumen. Die riechen so süß. Die Schublade ist leer. Okay, ich gehe erstmal wieder heraus. Wir gehen jetzt nochmal zu dem Jungen. Hier hin. Sagt der noch was? Hast du schon den Code vom Doktor gefunden? Nein. Gut, also gehen wir wieder weiter. Und gehen... Ich gucke nochmal hier rein. Der König mag Bilder. Können wir nicht? Nee, gut, okay. Dann gehen wir einfach... Oh, oh, oh. Huch, da bist du. Du solltest in deinem Zimmer sein. Die Tür war zu. Aber sie haben sie offen gelassen. Ich bin mir sicher, sie war nicht offen. Ich weiß es, weil ich sie abgeschlossen habe. Sind Sie sich sicher? Sie haben gesagt, ich solle essen gehen. Hab ich? Hm, na gut, dann mach weiter. Okay. Wir können jetzt runtergehen. Wir können also zwischen den Welten wechseln. Zwischen der, ich sag mal nicht guten Welt, sondern zwischen der normalen Welt, der Anstaltwelt und der Psychosewelt, wo die ganzen gruseligen Sachen passieren. Dieser Zaun ist sehr abgeschlossen. Ich glaube, ich werde diesen Zaun nie geöffnet sehen. Nicht einmal, als ich hier ankam, weil ich mich daran nicht erinnere. So, hier sitzt eine. Oswald ist Heilem, Chef der Kinderpsychiatrie, Dr. Marcel Dörn. Annie Schulz, Demi Goldman, Fillmore Bonstone, Fambo, die kriegen alle Besuche. Jason Koff, Lisbeth Morg und Fillmore Bonstone. Und Fambo, Charles Hick, Damien Goldman und Annie Schulz. Nicht. Okay. Hey, Hände weg von der Bürotür! Okay, wir können ja mal mit ihm reden. Entschuldigung, der Schlüssel da oben, kann ich ihn haben? Klar, ich könnte dir den Schlüssel geben, wenn du mir einen Kuss gibst. Ihren Hintern küssen, bekomme ich den Schlüssel... Was? Ein Kuss? Ehrlich? Dann geben Sie mir den Schlüssel? Klar, komm her und setz dich auf mein Knie. Oh mein Gott, was geht mit dem? Stirb mit einer Ananas, ich bringe sie um. Was für ein Loser. Ich hoffe, Sie sterben, während eine riesige Ananas in Ihrem Po wächst. Oh, Fran, du hast einen sehr schönen Humor. Wie gesagt, ein Kuss für den Schlüssel. Was meinst du, na?
Tafel ist leer. Keine Zeichnung. Wenn ich die Polizei anrufe, helfen sie mir bestimmt doch nicht. Okay, warte. Das ist der Büroschlüssel. Er muss es sein, aber wie komme ich daran? Hey, was schaust du dir da an? Nichts, denke ich. Du kannst also denken. Du solltest dran denken, hier zu verschwinden. Ich gehe dahin, wo ich will. Gehen? Wohin? Zu Mami und Papi? Hau ab. Boah, wie gemein. Wir haben den Haken aber noch. Das könnte klappen, aber nur mit dem Haken komme ich da nicht dran. Okay, wir gehen mal hier lang. Oh, wen haben wir denn hier? Hallo, geht's dir gut? Was soll das denn heißen? Ich wollte nur wissen, ob du okay bist. Ich will nichts sagen, der Doktor schneidet dir den Kopf auf, wenn du nicht gehst. Er isst gern Gehirn. Meins hat er schon. Er hat da meine Gedanken gegessen. Dein Gehirn gegessen? Deins ist er auch. Ich hab dich im Büro gesehen, du warst tot. Oh nein, dann muss ich los. Ich hoffe, du findest neue Gedanken. Die sind echt wow. Dass ich hier so rumlaufen darf auch einfach. Oh, das ist ein schönes Zimmer mit Fernsehen. Was macht der da? Da schläft jemand. Gute Nacht, liebes Spielzeug. Hast du mein Kätzchen gesehen? Er ist der lustigste und schlauste Kerl. Du würdest ihn mögen. Herr Elefant, Sie sind sehr pink und weich. Sieht so aus, als hättest du für einen Zirkus geübt. Und dein Bauch ist voll mit Liebe. Würdest du mir helfen zu fliehen? Mit deinen großen Muskeln und haarigen Armen? Du könntest durch jede Wand brechen.